Ich habe den Schredder gehört. Und die Kiste ist weg. Und mehr weiß ich nicht. Ah, geil. Ach, das macht sich das daher auch noch extra einfach. Oh. Dose. Und ich brauche das nur ranhalten. Ich darf bloß nicht zu dich dran gehen. Dann mache ich hier wieder Dreck. Oh, hier liegt ja noch meine Hand. Mache ich noch eine. Braucht noch wer eine Hand? Nee. Na, nun ist es spät. Ich putze. Na, du da oben? Ja, das gefällt dir, ne, wenn ich dich nass mache. Wie soll man die Kiste da rauskriegen, wenn man sie nicht drehen kann? Gar nicht. Oh, ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Eine Stelle kann man gar nicht mehr sauber machen. Nee, kann sein, dass sie von der anderen Seite schmutzig ist. Ich habe die ja von der anderen Seite auch geputzt, aber da ist ja die Leiche drin verschwunden. Guck also, mal, ob ich die sehe. Cask of Amontillado? Ein Toaster. Irgendwas mit Freitag, den 13. soll das zu tun haben, deswegen hast du auch die Dings gefunden von Mike. Das wäre für mich aber Dead by Daylight eher. So, ich hatte die Säge in der Hand und die lag noch auf dem Tisch. Das Haus ist auch fertig. Das Wasser kann ich wegkippen. Jetzt widme ich mich das Haus. Bitte komm mit im Keller. Und mach mal nicht so viel dreckig. Ja, gerade ich. Sorry, ich mach da nicht so viel dreckig. Ist interessant, euch zuzuhören. Ich mach Dreck. Ja klar, ich muss immer hinterher wischen. Ja, ist doch nett von dir, dass du deinen Dreck wegmachst. Das finde ich total schwer in Ordnung von dir. Genau, wenn das die anderen machen. Ja. Genau, haben die anderen Schuld. Oh, warte mal. Du kannst ja die Pakete wegpacken, schon mal teils. Wieso? Guck doch mal nach, vielleicht ist was Schönes drin. Tut mir leid, ich bin erstmal auf dem Klo. Okay. Ah ja, hat das Klo gefunden. Das Wasser bewegt sich da drin. Ich gehe wieder. Und cool, die Tür hat den Eimer umgehauen. War da wenigstens Blutwasser drin? Ja. Ja. Etwas. Oh, schön. Ist da jetzt nur Blutpfütze? Nein. Nein. Schade. Ja, jetzt kann ich da ein paar Dosen reinwerfen. Ja, das geht gut. Kleinkram passt gut in den Eimer rein. Wenn der voll Blutwasser ist, dann kann man da noch so ein Zeug mitnehmen. Das spart dann Gänge. So, jetzt kommen die ganzen Pakete. Da freue ich mich ja schon drauf. Wie sieht das eigentlich aus beim Schredder, wenn ich jetzt hier andauernd was reinschmeiße? Kommt keine Animation. Ach so. Hätte ja sein können. Ja, den Luxus haben wir leider nicht. Ja, ich merke das schon. Vegetarisches Essen? Das kommt in Schredder. Auch Fleisch! Ah, da. Du hast mich jetzt getötet. Upsi. Ich hab nur die Kiste gesehen. Ja, und so war es bei mir auch. Manfred, das ist aber unhöflich. Wie kannst du Nina als Kiste bezeichnen? Ich gehe nach vorne. Sag gefälligst alte Schachtel zu ihr. Sorry. Nein, das ist meine Mutter schon. Ach so, der Name ist vergeben. Hast du ein Glück, Nina? Es macht aber Laune hier unten. Ich pack Nina erstmal ein paar Mal in Schredder. Aber ihr müsst nochmal herkommen und euch wenigstens den Hirsch anhören. Wenn wir im Haus fertig sind. Ist nicht mehr so viel. Ja, wir müssen doch oben machen. Ja, und?
Geht doch relativ schnell. Ja, ich fange gerade oben an. Ich mach jetzt. Nein, mach erst unten weiter. Okay. Ich mach das Haus so im Inneren. Ja, komm, kleine Büchse. Hast deine Fußspuren da? Ich mach keine Fußspuren. Ich weiß, dass du mich nicht gemeint hast. Fatman! Ich habe ja ein Getränk, das heißt Fatman. Das würde ich gerne mal trinken. Da wird man Fatman von Fettfort. Kiste? Ich habe jetzt erst gesehen, dass auf den Schränken in der Küche auch noch Sachen sind. Ja, hier sind überall Sachen. Aber, na jetzt. Ich nehme manchmal Sachen, die bleiben dann liegen. Und ich kann aber nichts nehmen. Ich habe sie tatsächlich in der Hand. Ich muss sie dann wegwerfen und dann sehe ich das. Ah, guck mal, hier ist noch eine blutige Büchse. Glaube ich, oder? Oh, ein Wasserkocher. Ah, da ist noch Blut. Vielleicht jemand einen Kaffee? Oh ja. Könnte aber etwas zu stark sein. Oh ja. Mal keinen schwachen Kaffee. Auch keinen milden. Mann, wie soll ich an den scheiß Bratpfannen kommen? Packt er fest? So, jetzt kann ich endlich hier die Ecke putzen. Trug. Da liegt noch was da in der Ecke. Ah, oh, da komme ich doch nie ran. Ich hab's. Ich versuche das die ganze Zeit zu drehen. Linke Maustaste. Nein, das geht nicht. Scheiße, dann könnt ihr es nicht drehen, wenn das nicht geht. Was ist das denn? Ah, jetzt. Ja. Gourmet-Range. Ach, ich habe eben eine Dose gehabt, da stand Range drauf. Guck mal kurz zu mir. Warte, muss ich mich so umdrehen. Ja, komm mal her. Ich möchte dir den Fleck zeigen, den man nicht mehr wegkriegen kann. Da. Da Fleck? Ist die, das hier. Ich sehe hier einen Fleck. Da. Jetzt ist er rein. Weg. Oh, ich ihn weggewischt hab. Ich hab den nicht weggekriegt und da drin ist die Leiche verschwunden. Joa. Na gut. Die ist weggebackt. Kann mal passieren. Ach Gott, der Kühlschrank geht nicht auf. Ja, den habe ich schon versucht aufzumachen. Jetzt kommen die ganzen Gläser. Ist okay, wenn ich die Kisten in der Küche erstmal verstaue? Ja, mach das so. Ich räume das später weg. Okay. Muss mir erstmal das Glas. Oh nein, es ist viel Glas. Und tauschen, Old Man? Nein. Okay, ich verlasse mich. Na gut, dann mach ich die auch voll. Bringt das denn was? Ich weiß das nicht. Ich probiere mal was aus gerade. Deswegen bin ich auch so ruhig. Feuerbohnen! Vasen. Manu, geh doch da rein. Verdammt nochmal. Sie hat mir Gewalt kaputt. Ist alles im grünen Bereich hier unten im Keller. Hier ist alles im roten Bereich. Beim Eimer schlägt's noch aus. Gut, dann nehme ich den jetzt erstmal weg. So. Nehme ich mal hier raus. So. Und stelle ihn hier hin. Ich komme an eine Kiste nicht ran. Ja, doch, jetzt habe ich sie. Mit drei kann man ja testen, wie es aussieht. Und wenn alles grün ist, ist gut. Das ist tatsächlich verbrannt, was ich in den Ofen geworfen habe. Dauert bloß länger. Hier ist ein Kamin. Also das... Ich würde mal sagen, das Haus sieht gut aus. Oh, hier ist ein großes Bild von der schwarzen Katze. Tiger, bist du's? Ja, der ist in dem Spiegel drin. Wird da eben was im Schredder geworfen? Ich. Wer kommt da jetzt mit dem Paket? Ja, immer noch ich. Mögt ihr denn beide mal mitkommen? Ich muss erstmal Nina den Weg frei machen. Ach so. Na gut, dann hol ich. Wo kommen die her? Da ist doch gar kein Blut mehr bei mir. Ah, ich könnte ja mal mit dem Scanner hier draußen gucken. Mann. Fett bin ich doch gar nicht. Hier schlägt er noch aus. Warum lässt du die Sachen manchmal los? Kapiere ich nicht. Weiß ich auch nicht. Wo kommen die Fußspuren schon wieder her? Ich glaub's ja nicht.
So, Scanner. War bestimmt diese Kerze, die ich jetzt weggewischt habe. Ach, die Kerze ist das. Ah ne, war eine Scherbe. Hier hing Mike Myers Maske. Ja, ich doch. Am Baum. Mit Messer. Und was für ein Messer? Jetzt ist es drin. Ist es drin? Ja, ist es drin. Ist es drin? Ja. Was schmeißt du denn da alles rein? Das ist ja interessant. Eine Menge. Ja, es kommt noch mehr. Ina, wenn du rauskommen kannst, komm mal bitte mit raus. Ich will euch das... Oh. Bei mir ist kein Blut mehr bekommen. Wie können da Blutspuren sein, ne? Ich weiß es nicht. Ich tritte nirgendwo in Blut rein und es kommt... Ja. Spuren, ich weiß es. Also wenn man den Scanner anmacht, dann schlägt er ja aus. Und wo Blut ist und Dreck ist, da schlägt er ganz doll aus und macht dann Pieptöne. Und das macht er da hinten nicht mehr. Ja. Boah, ist das ein Riesenpaket. Ist da mein Schreibtisch drin? Ist das neu? Ich hole mir aber definitiv bald einen neuen. Aber einen, den man zusammenstecken muss und nicht so wie behindert wie der Schrauben und Kram muss. Da habe ich keinen Nerv für. Ja, wir sind tatsächlich... Ich verstehe das nicht. Wie geht das? Hier oben ist kein Blut mehr. Ah, ich mache sie gleich weg, ne? Erfahrung. Toll, jetzt bringe ich eine einzelne Dose weg. Guck mal hier rein. Ganz viel Glas. Ja, das müssen wir aber nicht wegmachen. Glaube ich. Ja, man kann es anvisieren. Also ich verstehe darunter, dass man es wegmachen muss. Hier, da, der Fleck macht hier. Und der. Ich gehe lieber auch nochmal sicher. Ja, nachher. Nein. Hier ist auch noch überall Blut. Was ist das für komische Musik? Weiß nicht. Nina, was hörst du da? Nichts. Das ist das Radio, was oben ist. Unten. Unten meinst du? Ja, es ist draußen unten. Ja. Warte mal. Oh, das war gut. Terrorvision heißt der Fernseher. Kann man den eigentlich einschalten? Das wäre lustig, wenn das gehen würde, ne? Hm. Oh. Nein, nicht den Eimer. Rufus Turner. Da steht bestimmt noch eine Geschichte, eine lustige drauf. Au! Ich wollte es nur ablegen, nicht schmeißen. Ja. Sagen sie alle. Das sieht ja schon ganz brauchbar aus. Ah, hier. Hier ist noch Blut. Ja, hat Manfred schon leer geräumt. Na klar. Ich hole mal eine Kiste, die für den ganzen Kleinkram. Alina, wenn du auf der Toilette warst, mach bitte wenigstens die Tür zu, es stinkt. Der Keller wäre, glaube ich, soweit fertig, glaube ich, ne, Nina? Ist gerade nicht da. Ich bin im Keller. Ja, ich sehe auch nichts mehr. Ja, dann mach doch die Augen auf! Ich habe euch gewarnt. Ja, jetzt machen wir erstmal oben, bevor wir unten alles machen. Nein, wir lassen uns doch zur Hütte gehen.
Oder wollen wir in der Hütte Feierabend? Nee, da machen wir Feierabend, machen wir ja im Pausenraum, ne? Dann los. Nina, kommst du mit? Paket bringe ich aber noch weg. So. Gut, ciao. So. Nina, bist du da? Reingehen? Reingehen? Oh, das war klar. Das war so klar. Nee, das hat mich doch durch. Nina! Lass mich einfach mal durch. Bitte. Ah, ich bin drin. So. Jetzt nimmt man einen Wischmopp und dann macht man... Oh. Ich nehm's. Jetzt sind's zu viele. Der guckt... Ach, jetzt. Hält er auch mal auf? Ja. Er visiert einen immer an. Ja. Ich kann die Kerze nicht nehmen. Scheiß auf die Kerze. Und hier unten, wenn man in den Keller geht, ist das Portal. Aber nicht durchgehen. Ganz sicher. Ja, nicht durchgehen, dann ist hier alles mistig. Manfred! 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 Manfred, tu's nicht! Tu's nicht, Manfred! Tu's nicht! Tu's nicht! Tu's nicht! Tu's nicht! Tu's nicht! Tu's nicht! Ich möchte wissen, wie es aussieht. Nina, komm runter! Komm bitte runter in den Keller! Okay, ich... Tu's nicht! Wie viel mehr du hier anschubst, so weiter geh ich. Tu's nicht! Oder Errungenschaft, Lost in Space and Time. Oh, Errungenschaft, also gehe ich dann auch eben kurz durch. Nein! Ich habe keinen Eimer hier! Ich bringe einen mit. Ja, dann ist gut. Nina, mach dir alles blutig! Okay, ciao. Was eine Errungenschaft nicht alles wert ist. Ich gehe wieder im Haus putzen. Ah, ich also kann ja sie wieder im Keller putzen. Der ist voll. Hier liegen Thorsen rum. Ich kann neuen Eimer holen. Oh, bis an die Wand hier. Der ein Körper liegt hier auf dem Tisch passend. Kriegt man denn den Eimer da runter? Vorsichtig. Weiß ich nicht. Lass ihn oben stehen. Muss ich ihn wieder zurückschleppen? Nein, das kann ich doch alles hier durchs Portal schmeißen. Ja, das meine ich doch. Ich komme da nicht runter mit dem Eimer. Nee, du stellst mir den oben hin, das reicht mir. Dann gehe ich hoch und mach den Wischmopp sauber und fertig. Das ist kein Problem. Hast du oben einen? Ja. Gut. Mein Mopp ist voll, mein Mopp ist voll. Der Keller war clean! Oh, hier liegen auch Teile. Scheiße. Ich muss da jetzt reinrennen, das geht das ja, nicht. Ja, natürlich. Geh rein. Kannst aber alles, brauchst bloß ranhalten. Nee, ich muss reinwerfen. Ja, oder gehst dich da ran, das geht auch. Nö. Reinwerfen geht aber auch. Muss natürlich auch... Ey! Oh nein. Das ist aber sowas Abgefahrenes, ne? Hier ist noch so ein Oberarm. Oh, ich hab den doch in der Hand. Scheiße. Das ist eigentlich ein witziges Spiel. Ja, und wie alt, ne? Manfred? Ja. So, jetzt muss ich erstmal hoch. So, jetzt muss ich wieder runter. An die Decke gespritzt hier. Macht doch jeder heutzutage. Ich sag ja nur. So, was sagt der Detektor?
Alles wieder gut hier. Gut, erstmal den Wassereimer umwerfen. Das Gerümpel scheint tatsächlich gar nicht zu stören. Da schlicht er kaum drauf aus. Oder eigentlich gar nicht. Halt, ich muss hier draußen noch gucken. Jetzt geht die Post ab. Oh, ich sammle gleich alles auf. Was passiert denn da? Ich glaube doch mal runter. Ich glaube, der sagt hier. Ich laufe normal runter und alles geht kaputt. Ich glaube, Kleinteile. Ja, dass Frauen immer mit Geschirr rumschmeißen müssen. Ich glaube, Kleinteile mache ich lieber nicht mehr. Nee, du kannst ja eine Kiste nehmen. Ich mach's ja mit der Kiste. Ach, das kam da raus und muss dran stehen bleiben. Aber mir ist vorhin auch was weggeflogen. Ja, aber ich bin einfach die Treppe runtergegangen und dann ging's kaputt. Hier verkratzt alles. Bist du das, Manfred? Nein. Ich nehme gerade die Spiele. Alles weggeworfen, was geht. Ich will das reinpacken und mache alles kaputt. Naja, Hauptsache, das passiert dir nicht im realen Leben. Denn es ist doch gut. Das wird sonst teuer, wenn du das Geschirr immer kaputt machst, ne? Ist alles teuer. Da gibt's gar nichts zu lachen. Also, ich weiß. Vernünftiges Geschirr. So. Was denn? Ich mach Gläser kaputt. Okay. Zu göttlich, wie sie das macht. So. Hier, näher. Aus Wut. Nein, die steht nicht richtig. Prost. So, jetzt steht sie richtig. So, mal gucken, ob das geht. Nein. Ja, die war geht. Nicht? Doch. So. Ist auch noch. So, langsam, vorsichtig. Max, was? So, ja, geht. So, und dann müssen wir noch. Muss die dann noch? Vorsichtig. So. Oh, da liegen noch viele Füchse. Jetzt wird's viel geliehen. Scheiße. Und nichts passiert. Oh nein, der ganze Raum voller Dosen. Oh nein. Dahinter. Oh, das ist. Nein, ich hab die falsche Dose genommen. Da mach ich nur drei. Nein. Jetzt hab ich die Nase voll. Ja, hier war Party. Die sind alle gar nicht von Mike Myers getötet worden. Die hatten alle Zuckerschock hier. Mit dem ganzen Kujambel, was sie hier getrunken haben. Und was macht das Glas hier? Das halbe. Was ist das für eine scheiß Musik? Wer stellt sowas ein? Ich hab nichts eingestellt. Ja, das sagen sie immer. Das ist automatisch eine Wiedergabe. Ja, ich weiß. Aua. Das kommt ja alles wieder raus beim Tragen. Ja, was ist mir gerade auch passiert. Wo ist die weg denn? Bei mir ist aber viel weniger. So, das haben wir dann schon mal weg.
Aber wir brauchen eine neue Kiste, ne? So, die... Oh, wisst ihr, dass wir das jetzt schon... 1 Stunde und 7 Minuten steht da. Ja, spielen? Komisch. Was piept ihr denn andauernd? Die Mikrowelle. Essen ist fertig. Oh, Glas. Wir machen eine Kette. Eine Fastfood-Kette. So. Nina, was machst du da? Das macht mir Angst. Ich krieg das Glas nicht runter. Glitscht die bei dir auch so doll? Komisch. Ihr glitscht auch sehr doll. Ja, das sagst du jetzt nur so. Hier ist das letzte Abendmahl. Ja, ich krieg den Teller nicht runter jetzt. Na, Nina, den Teller musst du auch nicht essen. Den Teller. Und hier ist doch ein Glas. Da ist was unter dem Tisch. Das gibt's doch gar nicht. Da, ich hab's rausgefrummelt. Frummelt hab ich's vor allen Dingen. Krips. So, dann ist die Stube auch gleich clean. Oh, falsch. Oh, Gott sei Dank. Beinahe. Endlich wieder Polka. Halt! Nein! Doch, nein, doch, nein, nein, jetzt, nein, ja. So, jetzt. Ich pack alle Dosen auf den Tisch. Aus dem Raum. Nein, ich hab doch schon die ganzen. Wir müssen die Dosen eigentlich, glaube ich, gar nicht wegräumen. Mich stören sie aber. Ja, aber wie gesagt, das Blut muss weg, der Dreck. Könnt ihr mit dem Detektor, mit dem Doktor sehen. Auf den ist kein Verlass. Das ist jetzt die Dose fallen. Noch Glasscherben. Ja, das ist, funktioniert nicht so gut mit dem Tragen, wenn Glas drin ist, ne? Ja. Deswegen bin ich ja der Meinung, das ist nicht so gedacht, aber... Warum? Wir spielen so, wie wir das wollen. Ich hab das Glas ja alles kaputt gemacht, deswegen das da rum. Ne, ich hatte ja auch heile Gläser reingeworfen. Okay, hier ist nichts mehr dran. So, dann hole ich noch mal eine Kiste. Das meiste kriegt man ja doch mit. Nein! Doch. Das ist doch da drin. Ich hatte das doch nicht umsonst. Das muss alles mit. Huch. Wie praktisch, ne? Ja. Putzt ja auch so gerne zu Hause. Nein. Die schöne Vase, die war aus China. Ming-Dynastie. Nina. Die hat Geld gekostet. 7,80 Euro auf dem Flohmarkt. Wie kannst du das tun? Möchtest du was trinken? Einmal Fatman? Nö. Räumt den Darm leer. Ohne Kerze. Was machst du hier? Nimmst du die Möbel auch weg? Natürlich. Schon die ganze Zeit. Oh je. Die stören mich. Oh, ich habe hier eine Ferkelei. Ja, wir müssen noch ganz oben fertig machen. Dann müssen wir erstmal unten fertig werden. Nee, wenn wir die Leichen jetzt hier durchs Haus tragen, dann machen wir Blutflecken. Ja, ist doch schön. Ich kann nicht runtergucken. Ich sehe nichts. Kann mich mal einer leiten, wo ich lang gehen muss? Ich kann nicht richtig gehen. Ah. Das war das halt immer. Darf ich die Leiche nehmen? Nee, hier stand auch alles im Weg. Okay. Ich mach erstmal. Der ist ja leer! Bringst du bitte einen Eimer mit? Du hast den Wassereimer gerade kaputt gemacht. Oh, hier ist in der Dusche eine Leiche. Ich war das nicht.
Wie ist das passiert? Ich habe mich selbst eingebackt. Du hast dich selbst eingebackt? Reingebackt. Wo denn? Ich wollte nur eine Dose wegpacken. Ja, du wolltest eine Dose wegpacken, ja? Und? Ja, in den Schredder und dann bin ich selber in den Schredder gelandet. Oh, das passiert mir auch ab und zu mal, dass ich dann im Mülleimer lande, wenn ich eine Dose reinpacke. Ne, Manfred, ja, deine Axt hat sich da verhangen. Ja. Die kriegen wir da nie wieder raus. Nur weil du dein Körperteil nicht mal hingehst. Die Nina. Die entsorgt sich selbst. Macht man das nicht heutzutage so? Oh. Heutzutage auch 40 Jahre arbeiten und dann geht man. Wie seid ihr? Das raus. Nennt man sozialverträgliches Ableben. Ich bring dich um, Die Fachwörter. Weg damit. Ah. Das war die Axt. Gott. Bäb, 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 bäb. Der Text ist geil von dem Titel. Hier war ein Blutfleck an der Wand. Obwohl, die Mobs hier, die sind ja genial. Ne? Sowas müsste es Möglichkeit geben. Rotweinfleck, einmal weg. Oh, da ist ja was drin. Ich war das nicht. Ich war oben die ganze Zeit. So, ich werf die Kürbisse erstmal weg. Werf den Kürbis in den Club. Oh. Du hast mich gerade gänzlich mitgenommen. Ja, tut mir leid. Unterstütze dich doch so gerne. Auch wenn du da nicht hin wolltest. Komm, Baby. Ich zeig dir einen Ort. Was mein Kürbis? Oh, Frau. Hör auf damit. Wir kriegen Ärger. Lass das. Hörst du auf? Vorsicht! Sie ist ein Bluter! Vorsicht! Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! So. Ah, Baby, geil! Immer so viele Müllsäcke. Aber scheinbar müssen wir das alles wegräumen, weil ich merke immer, wenn ich Glas und so wegräume, dass ich unten bei Achievements immer so die Liste. Ach so. Sich auffüllt. Das ist scheiße beschrieben, aber ja. Ach so. Meinst du wirklich? Ja, das bin ich da angezeigt. Guck doch da nicht hin. Oh. Schon. Nein. Lass das. Nein. Bitte. Das habe ich mir bei Minecraft früher so angewohnt, dass man immer auf den Chat achtet nebenbei. Warum? Und das ist heutzutage schon alles automatisch. Warum? Ist die Banane dumm? Haltet du mal einen großen Minecraft-Server mit 100 Leuten. Ja und? Mach ich täglich. Ach, du mit deinem Mini-Forum da. Nein, das meine ich gar nicht. Ich habe zwei Server sogar. Einer ist ja kaputt. Aber der sollte sowieso, der war sowieso auf dem alten Teil. Ach so, deine Dings-Server da. Das sind keine, das sind einfach nur für mich keine Server, das sind einfach nur Datenträger. Gar nicht. Boah. Da laufen Datenbanken drauf und ja, wenn du mich noch lange ärgerst, dann kriegst du. Oh, das Klopapier. Kriegst du eine Ordnungsstrafe? Mach doch. Nein, nein, doch, doch, mach doch. Haben wir Vollstreckung. Ach, das ist eh schon angedroht. So, jetzt ist gut. Ja. Nein, natürlich nicht. Na, dann ist ja gut. Aber da kommt man schneller als man. Kann man schneller dazu kommen, als man sich vorstellen kann. Aber nicht einmal was vergessen. Oder das Arbeitsamt macht einen Fehler. Ja, zum Beispiel. Ich auch, denn da arbeiten ja auch Menschen, die machen auch Fehler, auch wenn sie etwas anderes von sich behaupten. Ja, und dann immer die klassische Ausrede. Ja, wir waren unterbesetzt. Ja, das sind wir aber auch. Rechtfertigt trotzdem nicht, sondern wichtig Anträge nicht. Verarbeiten. Nee, es war ja mal ein Trend, auch bei den Verwaltungen, Leute einzusparen, Geld einzusparen. Und das geht am einfachsten, auch wenn sich das jetzt blöd anhört, wenn ich Arbeitskräfte spare, dann habe ich erstmal geringere Lohnkosten.
Jetzt ist es aber so, auch wenn jetzt alle möglichen Leute behaupten, dass das die Verwaltung ja durch die Digitalisierung effektiver wird und man weniger Leute braucht. Ja, sie bekommen aber immer mehr Aufgaben und dann im Moment kehrt sich das ins Gegenteil. Wenn ich das so mitkriege. Mehr brauche ich dazu aber auch nicht erzählen. Interessiert brauchst ja keine Kiste holen. Wir haben hier drin noch zwei leere Kisten. Ja. Und dann schafft man die Arbeit eben nicht so, wie man sie schaffen soll. Möchte. Soll möchte. Hier ist eine Blutspur. Ich möchte diese Tür nicht öffnen. Nein, ich möchte sie nicht öffnen. Oh. Hier ist das Zimmer von Timmy. Hier ist überall Timmys Blut. Timmy, wo bist du? Ach, da ist Tim. Das ist ja, zum Kotzen. Einmal ein Gang durchs Haus, bitte. Deswegen meinte ich ja besser, oben anzufangen und sich dann runterzuarbeiten. Ja. Ey! Oh! Ja, jetzt schmatter ich noch mehr. Ach, das ist scheißegal. Das ist eine Klorolle, kannst du aufwischen. So. So, geschafft! Geschafft! Ist das eine Klorolle oder eine Po-Rolle? Eine Klorolle. Na, eigentlich auch eine Po-Rolle. Sie ist ja für ein Po, ne? Oder macht du auch noch was anderes mit? Ja. Warten. Ach, die Haare waschen. Die Haare trocknen. Geh die Treppe hoch. Die Haare trocknen? Ja, ich bin mit Klopapier wunderbar. Mit Klopapier? Ich putze mir manchmal die Nase damit. Natürlich benutzt es, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist Verschwendung. Ui. Das wäre tatsächlich Verschwendung. Also das war nicht das Zimmer von Timmy hier. Das war das Zimmer von Agnes. Und Agnes hat Pakete bekommen. Wahrscheinlich. Ich hab dich abgeschoben, ich weiß. Tut mir ja leid. Arbeitsflüchtling. Arbeitsflüchtling hier. So, warte mal. Eimer. Das Bad ist auch fertig. Fängt die hinteren Zimmer an, alle an. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Eimer, was tust du? So, neue Eimer. Was mir auffällt, dass hier keine Reste rauskommen aus den Dispensern, ne? Sonst, wo der Eimer war, da kamen doch immer irgendwelche Leichenteile, ne? Ja. Immer. Das war auch mit der Zeit nervig. Ja. Das ist auch fertig. Oh, hier ist noch ein ganz schmutziges Zimmer. Da oben, die Zimmer sind alle noch mistig, glaube ich. So, jetzt ganz vorsichtig. Ich habe einen Eimer, den möchte ich gerne mit nach oben nehmen. Obwohl ich nicht weiß, ob die Idee gut ist. Den kriege ich nicht nach oben. Nein, das geht gar nicht. Das habt ihr sauber gefickt eingeschädelt. Warum liegen hier Knochen rum? Wo hast du die rausgeholt? So ein paar Zimmerchen, ne? Hier liegt ja noch einer rum! Ja. Unten im Keller lagen auch zwei. Das ist Timmy! Timmy? Ich kann Timmy nicht nehmen. Warum kann ich Timmy nicht nehmen? Na, nimm du Timmy. Der Rest von Timmys Freundin liegt auf dem Bett. Na, Timmys Freundin ist explodiert. Eben lag sie noch neben ihm, jetzt liegt sie überall. Wo ist mein Eimer hin? Wer hat den Eimer geklaut? Nicht. Nina? Warum nimmst du den Eimer weg? Der war leer. Warum war der Eimer leer? Ich hab den voll hingestellt. Hä? Keine Ahnung. Nina.
Lass doch den Eimer stehen. Das war ich. Das war mein erster Eimer heute, ja? Also bitte. Einmal darf jeder. Kann ich in meinem Kopf einen Namen angezeigt werden, damit ich. Ja, das wäre besser, ne? Kann man dir da viel besser die Schuld geben? Ja. Den Soundtrack kann man sich auch noch holen. Kostenlos, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich gar nicht sagen. Vorsicht! Vorsicht, heiß und fettig. Also ich natürlich, ne? Ich bin heiß und fettig. Sag jetzt nichts Falsches, Manfred. Oh, ich kämpfe gerade hier mit den Kisten. Die wollen nicht so, wie ich will. Nein, bleib da drin, Kiste. Gut, alles weg. Ja, die Zimmer, die fertig sind, da machen wir erstmal die Tür zu, ne? Ja. Wie kommt hier Blut an der Decke? Oh! Entschuldigung. Nee, jetzt ist erst ein richtiger Blutfleck. Beim letzten Mal war denn der Mob voll. Also richtig so Blutspritzer oben an die Leiste daran, an die Kante. Ja, ich bin mit dem Typen, mit dem. Ja, das lässt sich ja gar nicht vermeiden, ne? Doch, hätte ich mich konzentriert. Oh, man kann springen und abkürzen. Hast du das im Klo eingesperrt? Was denn? Die Musik. Ja, wie machen Nein. wir das denn hier mit den Leichenteilen? Die können wir doch nicht alle einzeln runtertragen. Dann sauen wir Kiste. Ja alles ein. Ich höre eine Kiste. Das Radio steht in der Küche. Echt? Bei mir ja. hört sich's an, als ob es im Bad steht. Nö, in der Küche. Mach da oben erstmal ein bisschen Grund sauber in Timmys Zimmer. Dann müssen wir mal nach seiner Freundin gucken. Platz da, ich bin fett. Die ist explodiert. Das Liebesspiel war heftig. Sie knallte danach deftig. Sag mal, wo ist der Stick hin? Der Stick ist weg. Hier ist noch eine Kerze. Waking unto death, Jane, the brain, Sequenzer. Ach, das sind Horrorgeschichten. Aha.